Sie haben sich den Titel Retter des BVB ja gleich dreimal verdient, in jeder Amtszeit einmal. Können Sie sagen, welche Rettung denn die schwierigste war? Ah, die dritte. Ne? Die dritte, keine Frage. Aber die zweite war auch nicht ohne. Der weiß ja kaum jemand, so wie es damals gelaufen ist. Das hat auch ganz einfachen Grund, weil das noch nicht so über die Medien transportiert war. Mhm. Aber das war eben einfach so, dass ich irgendwann in die Geschäftsstätte kam und Walter Maas, damals unser Geschäftsführer, der hielt mir so einen Zettel hin, da stand drauf, DFB, Wilfried Straub, dem BVB wird für die kommende Saison die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aberkannt und dem BVB wird keine Lizenz für die neue Saison erteilt. Da habe ich eigentlich mein Meisterstück gemacht. Mhm. Ich hatte noch so andere Dinge, die ich beruflich gemacht habe und dazu zählte auch Aufsichtsratstätigkeit bei einem Münchner Unternehmen. Und mit ihm, nämlich dem stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, bin ich nach München geflogen zu einer Aufsichtsratssitzung und habe dann irgendwann mein Herz in beide Hände genommen und habe dann gesagt, ich lasse mal den Namen weg und auch das Institut. Ich hab ein Problem. Der duzte mich immer und ja, was hat er denn, sagt er. So, lispelte auch so ein klein bisschen, aber war ganz angenehm, ganz sehr angenehmer Mann. Ja, das erleichtert uns jetzt morgen die Recherche, wenn wir dann morgen googeln. München, lispeln, Vorstand, dann kommen wir der Sache näher. Und ich habe gesagt, ja, ich brauch Liquidität, ich brauche Geld. Und er sagte, wofür das denn? Ja, für Borussia Dortmund. Er sagte, was? Mein Haus mit Borussia Dortmund? Ja, ich sage, wenn ich es so sage, dann meine ich es so und ich brauche es auch so. Dann sagte der wörtlich, lass mich mit deinem Pickerverein in Ruhe. War eine handfeste Beleidigung, aber ich habe erstmal nichts gesagt. Und ich dachte, ich will ja was. Und dann auf dem Rückweg. Wir flogen in Richtung Düsseldorf. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt noch mal mein Thema ansprechen. Wenn ich jetzt nicht, ich brauchte, habe ich mir überlegt, ich brauchte 1,2 Millionen D-Mark. Aber wenn ich dem sage 1,2 Millionen, dann sagt er, ja, 800 und den Rest holst du hier woanders. Also habe ich gedacht, ich brauche so 1,7. Und dann sagt er, ja, ich muss jetzt noch mal mein Herz in beide Hände nehmen. Ich brauche das und wenn es nicht kommt, dann geht in Dortmund gehen die Lichter aus und so. Da sagte der zu mir, hör mal da auf mit deinem Pickerverein, das haben wir doch schon in der Mittagspause genehmigt. Jetzt gebe ich Ihnen mal eine Frage, was glauben Sie, was ich an dem Abend gemacht habe? Ein stilles Wasser getrunken? Solange was da war. Man merkt natürlich, wie emotional Sie über den BVB sprechen, dass Sie noch natürlich voll drin sind. Können Sie überhaupt ohne den BVB? Jetzt sind Sie ja nur noch der Ehrenpräsident. Können Sie mich ja in 2 Jahren noch mal fragen. Aber ich kann, glauben Sie es mir. Ja, ne? Ja. Das heißt, wie wird man Sie als Ehrenpräsident beim BVB noch wahrnehmen, bei jedem Spiel auf der Tribüne, mit Rat und Tat weiter zur Seite stehend? Ja, natürlich. Das ist gar keine Frage. Müssen die sich jetzt ein bisschen fürchten vor der grauen Eminenz, die auf der Tribüne sitzt in Person von Dr. Reinhard Raubal und sagt, Männer, ihr müsst das anders machen? Nein, Sie schätzen mich da falsch ein. Ich weiß schon, was es heißt,
wenn einer bei seiner Arbeit, bei meiner Arbeit dazwischen quatscht und versucht da irgendwo reinzureden und so weiter. Also wenn ich eins versprechen kann, dann ist das, dass ich den Leuten nicht reinquatsche. Mhm. Die Arbeit nicht erschwere, ich weiß, wie schwer die ist. Und Reinhold, bleib ganz ruhig. Also DD, der alte BVB-Star, spielt ja häufiger Tennis gegen Sie. Und er meint, er lässt Sie manchmal gewinnen, weil Sie der Präsident sind. Ich habe den getroffen, den Burschen. Dem habe ich sowas hinter die Ohren gekloppt. Hat der doch tatsächlich irgendwo in, ich glaube, dann noch in Ihrer Zeitung. Das muss 91-2 sein. Nein. Ich veröffentliche sowas nicht. Hat der tatsächlich gesagt, auf die Frage, wer hat denn gewonnen? Ja, er ist der Präsident. Das habe ich gelesen. Aber den habe ich erwischt. den Burschen. Wahrscheinlich beim nächsten Mal richtig schön laufen lassen, ne? Von links nach rechts. Ja, wir hatten die sowieso im Griff gehabt. Ja, also die Meisterschale. Wer sagt's denn? Mai 2011. Ja. Gibt's was Schöneres, als dem eigenen Club die Salatschüssel zu überreichen? Nee. Gibt's nicht, oder? Nein, gibt's nicht. Ja. Gab natürlich auch. Doch, gibt es doch. Es zweimal zu tun. Das hört man gerne, was die Fans über einen sagen. Ich habe eigentlich zu den Fans immer ein gutes Verhältnis gehabt. Und wenn wir zum Beispiel befreundete Präsidien haben, die dann vor dem Heimspiel, unserem Heimspiel, dann auch erscheinen. Die werden die ja auch immer eingeladen zum Mittagessen da und ich gehe dann immer über die Südtribüne, gehe dann da durch und mich hat noch keiner beschimpft. Vielleicht sollte ich mal drauf warten.